Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. 8 Jahre ist es mittlerweile her, da VW den Passat B8 rausgebracht. Wäre er ein Kind, würde er heute in die 2. Klasse gehen. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, mal darüber zu reden, was kann der Passat, was kann der Passat nicht. Wenn ich einen kaufen würde, was muss er auf jeden Fall haben und worauf solltet ihr auf jeden Fall achten, wenn ihr euch einen kaufen möchtet. Das ist sozusagen mein fast 150.000 Kilometer Fazit, und wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt einfach mal dran. Ja, Freunde, 2 Jahre ist mittlerweile her, da habe ich mir diesen schicken VW Passat B8 Variant gekauft. An dieser Stelle möchte ich vorneweg aber sagen, sorry für meine nasale Sprechweise. Ich habe leider echt die Nase voll, aber nicht wegen euch, sondern wegen den Pollen. Und ja, ich hoffe, das macht das Video jetzt nicht so ganz kaputt. Ich versuche euch trotzdem ein bestmögliches Kaufberatungsvideo für diesen Passat B8 zu machen. Und wir starten, würde ich mal sagen, direkt durch. Beginnen wir doch erstmal damit, was für ein Passat habe ich denn eigentlich hier? Also, ich habe einen Passat B8 Variant, Baujahr 2016, mittlerweile 140.000 Kilometer gelaufen, 50.000 davon habe ich mit ihm gemacht, dementsprechend kann ich auch schon gut aus Erfahrung in vielen Anliegen sprechen. Ich habe hier einen 2 Liter Diesel mit 150 PS, DSG 6-Gang-Getriebe, DQ250, und der Passat an sich war in der Diesel-Variante auch noch mit 120, 190 und dem B-TDI mit 239 PS zu haben. Gab aber auch diverse Benziner-Varianten, und da müsste ich echt lügen, wenn ich überall noch durchsteigen würde. Tatsächlich glaube ich, gab es 125, 150, auch 190, und es ging hoch in der Airline Edition bis zu 280 PS Varianten. In Limousine und Kombi vom Vorfacelift bis hin zum Facelift. 2019 gab es das besagte Facelift mit einigen Erneuerungen. Mein Passat ist von Hause aus immer schon sehr gut ausgestattet gewesen. Ich hatte von Massagesitz mit Sitzheizung über Lenkradheizung auch schon Navi, High-LED-Scheinwerfer, Airline, Exterieurpaket, alles schon mit drin. Aber wenn ihr mir schon länger folgt, wisst ihr ja, vieles habe ich auch nachgerüstet. Dementsprechend kann ich an allererster Stelle schon mal sagen, wenn wir jetzt einfach mal mit den Vorteilen beginnen. Der erste Vorteil ist, dieses Auto ist wahnsinnig umrüstungsfreundlich. Das heißt, selbst wenn ihr wenig Ausstattung habt, lässt sich hier wahnsinnig viel realisieren. Ich werde demnächst auch noch mal ein paar Videos dazu machen, was für coole Umrüstungen es in welchen Preiskategorien gibt, von niedrig bis hoch, wenn ihr viel Geld investieren wollt oder eben wenig. Das ist auf jeden Fall ein klarer Vorteil. Ihr könnt wirklich viel selbst machen. Und was ist ein weiterer Vorteil? Je nachdem, welchen Motor ihr fahrt, könnt ihr hier sehr, sehr sparsam unterwegs sein. Es gibt für jeden Typ Fahrer im Grunde genommen eine Variante dieses Autos. Wenn ihr viel fahrt und wenig verbrauchen wollt, greift ihr am besten zur 120 PS Variante oder der 150 PS Variante, so wie ich das gemacht habe. Ich fahre am Tag ca. 100 bis 150 Kilometer, manchmal auch sehr lange Strecken. Da bietet der Diesel sich unfassbar gut an, vor allem in der 2 Liter Variante. Er ist sehr durchzugsstark, kommt fix aus dem Quark, und von der 150 PS zur 190 PS Variante, gerade in der Beschleunigung, merkt ihr keinen Unterschied. Das macht sich erst weiter oben in höheren Geschwindigkeiten bemerkbar. Die fahre ich selbst aber eigentlich fast nie, deswegen merke ich den Unterschied nicht, nur im Spritverbrauch. In der Regel lege ich ungefähr bei 5 Liter, habe jetzt einen Langzeitverbrauch von 5,2 Liter. Wenn ihr es doch etwas sportlicher mögt, könnt ihr aber auch zu der B-TDI-Variante mit 240 PS greifen. Dann möchtet ihr euch aber wirklich ganz entspannt von 7 Liter Verbrauch verabschieden. Wahrscheinlich geht ihr da sogar noch ein ganzes Stück höher. Oder ihr greift direkt zur 280 PS Performance-Variante in der Airline Edition und gebt mit dem 2 Liter Benziner Vollgas. Der Passat eignet sich eigentlich besonders gut für Leute, die viel Platz brauchen. Das ist der nächste Vorteil. Tatsächlich hat der Passat vom Platzangebot her ganz knapp hinter dem Skoda Superb abgeschlossen, der Sieger in der Platzkategorie ist.
Der Passat hat wirklich, wirklich viel Platz und ich kann das ja relativ gut vergleichen, weil wir haben ja noch einen Seat Leon 5F als Kombi. Da kommt nicht annähernd so viel rein wie in meinen Passat. Also Gartenmöbel, große Fernseher oder sowas lassen sich hier entspannt transportieren. Hier passt wirklich alles sehr, sehr entspannt rein. Ihr braucht euch hier keine Sorgen um Platz machen. Und selbst bei großen Leuten, ich zum Beispiel bin 1,85 groß, wenn ich mich in meine Sitzposition begebe, kann wirklich entspannt noch jemand mit 1,80 Meter hinter mir sitzen und hat mit Sicherheit noch so ein Stück Beinfreiheit. Ein weiterer Vorteil dieses Autos ist, er ist nicht besonders wartungsintensiv. Ich muss tatsächlich sagen, in den 50.000 Kilometern, wo ich diesen Wagen habe, und ich meine, das ist ja von 90.000 bis 140.000 gewesen, war ich nicht einmal in der Werkstatt mit diesem Auto. Bis auf natürlich die Serviceintervalle. Ne? Und meine Getriebespülung, wenn ihr das Video nicht gesehen habt, schaut einfach mal hier oben rechts hin. Man kann sagen, in großen Teilen ist es tatsächlich ein Auto, was kaum Probleme hat. Es gibt keine Kinderkrankheiten, gerade mit den gängigen Motoren wie den 2 Liter Diesel. Seid ihr wirklich gut beraten. Und das ist vor allem das, was ich als ganz, ganz kräftiges Argument werten kann. Denn wer ein Auto fährt, ist ja sehr daran interessiert, dass es ja, gut funktioniert, keine Probleme macht und ihr im Grunde genommen bis auf die Wartungsintervalle und TÜV nirgendwo hin müsst. Kommen wir aber auch zu den nicht so schönen Dingen, denn der Passat hat natürlich auch Dinge, auf die ihr achten müsst, wenn ihr den kauft, denn es gibt manche Sachen, die können schnell ins Geld gehen. Nehmen wir einfach mal das erste Beispiel und wandern eigentlich eher von außen nach innen, denn was beim Passat ein ganz, ganz gängiges Problem ist, gerade in den R- und Highline-Varianten, sind die Chromleisten. Die Chromleisten laufen wirklich sehr, sehr gerne, also ich würde jetzt mal sagen, mit Sicherheit in 60-70% der Fahrzeuge an und lassen sich dann auch nicht mehr richtig chromig polieren, haben dann so weiße, milchige Flecken, ist nicht so schön, sieht nicht so dolle aus, kann man eigentlich nur noch mit Folierung entgegenwirken, wenn man alle Chromleisten schwarz macht, so wie ich das auch gemacht habe. Darüber hinaus müsst ihr beim Exterieur aufpassen, wenn ihr euch ein Airline kauft, dass ihr mal einen Blick auf den Heckspoiler werft, denn der ist gerne mal schlecht geklebt und löst sich mit der Zeit. Ist kein Riesendrama, kann man natürlich im Notfall auch selbst kleben, ist aber natürlich unschön, wenn ihr das machen müsst, weil das ist halt wirklich viel Aufwand. Ein weiteres Manko ist der Tankdeckel, beziehungsweise eher die Tankdeckelentriegelung, denn tatsächlich zieht sich das durch alle VW-Modelle, dass ja, des Öfteren mal Probleme mit der Tankdeckelentriegelung auftreten. Das wird erst dann zum Problem, wenn ihr mit 80 Kilometer Reichweite, ist mir passiert, an der Tankstelle irgendwo an der Autobahn steht, noch 300 Kilometer zu fahren habt und der Tankdeckel nicht aufgeht. Letzte Instanz ist dann, ja, das Brecheisen ist nicht so optimal, kostet eine ganze Menge Geld und wenn ihr merkt, der Tankdeckel macht schon komische Geräusche, wenn ihr den aufmacht und den riegelt, dann solltet ihr schnell einen neuen einbauen, kostet gerade mal ungefähr 30 Euro, macht euch aber wirklich eine ganze Menge Kopfschmerzen weniger, wenn ihr das macht. Passt also auf jeden Fall drauf auf, checkt das mal, schließt den Wagen auf, guckt, ob der Motor von der Entriegelung summt und wenn das soweit ist, dann würde ich ihn austauschen, denn dann spart ihr euch wirklich viele, viele Kopfschmerzen. Ein weiteres Problem, was richtig schön ins Geld gehen kann, betrifft tatsächlich aber nur die BTDI-Varianten, denn da gibt es des Öfteren mal Probleme mit der Wasserpumpe. Die kann euch zum Verhängnis werden und auch eine ganze Stange Geld kosten. Fragt also gerne mal beim Vorbesitzer nach, wenn ihr euch einen anschaut, ob es denn schon Probleme mit der Wasserpumpe gab oder ob mal was gemacht wurde. Denn ich meine, da könnt ihr euch eine ganze Menge Geld sparen. So langsam wandern wir aber ins Interieur. Das ist jetzt so ein Mischmasch, aber ein weiteres Problem, nicht nur beim Passat, sondern eigentlich bei fast allen VW-Modellen. Leider kann VW das leider nicht. Das Panoramadach. Wenn ihr euch ein Passat mit Panoramadach anschaut, gibt es öfters mal Probleme. Hört bei der Probefahrt mal genauer hin. Klackert das oder knarzt es, wenn es geschlossen ist, auch wenn es offen ist? Macht das irgendwie Probleme mit dem Ablauf? Also guckt, ob die Abläufe frei sind. Da müsst ihr echt ein Auge drauf haben, denn wenn die Abläufe vom Panoramadach verstopfen, dann läuft euch das Wasser durch die A-Säule ins Auto. Also ich habe tatsächlich schon welche gesehen, die auch, wo es hinten durch die C-Säule gegangen ist, beim Seat Leon vor allem sehr, sehr häufig der Fall. Und die Reserveradmulde im Grunde genommen einem Fischteich gleicht. Also wirklich das Wasser bis oben hin steht, ist wirklich nicht so geil und da müsst ihr echt ein Auge drauf haben, dass ihr auch bei den Inspektionen das mal durchpusten lasst, beziehungsweise ihn, und zwar den Ablauf, denn da spart ihr euch auch eine ganze Menge Ärger mit, denn wenn ihr einmal Feuchtigkeit drin habt, sieht das nicht nur scheiße aus an den Stoffverkleidungen hier im Passat, sondern es wird halt auch so ein bisschen muffig, ne? Und das ist natürlich nicht so schön.
Ja, die nächste Frage wäre, was würde ich euch empfehlen, was der Passat auf jeden Fall haben muss? Also, wenn ich mir jetzt heute nochmal einen Passat kaufen würde, dann würde ich auf gar keinen Fall verzichten wollen auf erstens das Navigationssystem. Denn das Navigationssystem bringt als solches ein paar angenehme Schmankerl im ganzen Auto an sich mit. Denn wenn ihr das Navi vorhanden habt, dann habt ihr schon die Basis, um zum Beispiel auch aufzurüsten auf größere Varianten. Wenn ihr zum Beispiel nur das Mediasystem habt, dann müsst ihr eine GPS-Antenne nachrüsten. Oder vielleicht nur das ganz kleine, dann müsstet ihr einen kompletten Kabelbaum tauschen, wenn ihr ein Navi haben möchtet. Also guckt auf jeden Fall, dass ihr ein Navi drin habt. Größe egal, wichtig ist, dass eins da ist. Ansonsten, für meine Begriffe wirklich wichtig ist immer Sitze mit Sitzheizung, geht auf gar keinen Fall mehr ohne. Und wenn ihr den Passat habt, auf jeden Fall anklappbare Spiegel. Ohne ist ein absolutes No-Go, denn wenn ihr zum Beispiel in eine Garage rein wollt, der ist halt ein bisschen breiter, braucht ihr den Platz auch, und ich klappe meine Spiegel zum Beispiel immer ein, denn sonst wird es tatsächlich auch ein bisschen knapp. Ansonsten, absolute Pflicht beim Passat sind die High-LED- bzw. IQ-Light-Scheinwerfer. Low-LED ist auch ganz schön, ist zwar LED, bringt aber auch nicht alles, denn es ist einfach so, High-LED macht den Unterschied. Wenn ihr nachts fahren müsst, ist das das absolute Erlebnis, dass der die ganze Zeit aufblendet. Im Vor-Facelift funktioniert das tatsächlich noch nicht ganz so gut. Wenn einem einer entgegenkommt, ist der manchmal etwas lahm, um den auszublenden, aber es ist halt einfach geil, damit zu fahren. Es ist so viel heller, wenn man das jetzt auch mal vergleicht. Also der Seat Leon hat ja auch Voll-LED-Scheinwerfer. Die sind nicht ansatzweise so doll ausleuchtend wie vom Passat. Die High-LED-Scheinwerfer, deswegen absolutes Muss, wenn ihr euch ein Passat kauft, die High-LED-Scheinwerfer. Dinge, die nice to have sind beim Passat, die aber nicht sein müssen, würde ich an allererster Linie auf jeden Fall sagen. Active Info Display sieht auf jeden Fall geil aus, habe ich hier nicht. Hätte ich mir gewünscht, ist aber ein Akt, das nachzurüsten. Dafür übrigens bräuchtet ihr auf jeden Fall ein Navi, denn da müsstet ihr einen MOS-Bus für haben, der sozusagen das Videosignal überträgt. Ansonsten, weiteres Must-Have, das Head-Up-Display will ich heute auch nicht mehr drauf verzichten. Und ich plage mich immer, wenn ich mit Autos fahren muss, die kein Head-Up-Display haben, weil es ist wirklich angenehmer, nicht immer auf den Tacho gucken zu müssen, sondern alles sozusagen in der Scheibe zu haben. Darüber hinaus ganz klar die Massagesitze. Nicht jeder mag sie, muss man wirklich sagen, weil die ja auch nur sozusagen den Lendenbereich massieren. Ich finde es aber ganz geil, gerade wenn man lange fährt, ist es echt angenehm, sich mal ein bisschen den Rücken kneten zu lassen. Und zuletzt zwei kleine Sachen noch. Apple CarPlay finde ich auch klasse, macht einem vieles leichter, gerade im Entertainment-Bereich. Und nicht zuletzt auch die elektrische Heckklappe, habe ich nachgerüstet, finde ich super, gefällt mir. Video gibt's hier, guckt da nochmal rein. Wenn wir das alles also mal zusammenfassen, ist der Passat B8 ein echt, echt gutes, ja, ich würde jetzt mal sagen, obere Mittelklasse Fahrzeug, was ihr je nachdem, wie ihr ihn konfiguriert, wirklich nah an die Oberklasse bringen könnt, von der Ausstattung her. Mir gefällt er ja sehr gut, er ist sehr treu. Er macht keine Probleme, er hat einen geringen Spritverbrauch, es macht Spaß mit ihm zu fahren, er sieht sehr schick aus. Es ist alles in allem wirklich ein treues Auto, was keine Probleme macht und wirklich gut dasteht mit der richtigen Ausstattung. Dementsprechend kann ich jedem von euch nur empfehlen, sich anzuschaffen. Ich habe es auch wirklich bisher nicht bereut und sage an dieser Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben, schnell ein Abo dalassen, wenn ihr keine weiteren Fahrzeugtipps verpassen wollt. Und ich sage bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen.